Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Origins Entdeckungstour. Wir schauen uns heute die Stufenpyramide des Djoser ein bisschen an. Ich vermute, das wird eine spannende Sache. Erfahre mehr über das erste große Steinmonument der Geschichte, die Stufenpyramide des Djoser. Willkommen bei die Stufenpyramide des Djoser. Oder auch Djoser. Wie auch immer. Die Stufenpyramide befindet sich im Zentrum eines geschlossenen Komplexes aus Tempeln, Palastmodellen und kunstvollen Konstruktionen, die alle für das Nachleben des Pharao Djoser gebaut wurden. Der Bestattungskomplex selbst erstreckt sich über 15 Hektar und befindet sich auf dem höchsten Punkt der Hochebene von Saqqara. Dass es sich dabei um ein technologisches Wunder seiner Zeit handelte, zeigt sich an den Details und der Größe des Komplexes. Das einzige Informationsfragment über die Entwurfspläne des Komplexes wurde auf einem Steinschnitt entdeckt, der eine architektonische Skizze eines Gewölbes enthielt. Aha, da haben wir es also. Ja, hier sehen wir, ne, geschlossener Komplex mit einer Mauer komplett umgeben hier. Und da sind diese Nischen reingearbeitet in die Mauer. Irgendwann wusste ich auch mal, warum man das gemacht hat, aber es fällt mir gerade echt nicht ein. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber vielleicht erfahren wir das auch noch. Und hier sehen wir es auch. Das ganze Ding ist halt hier mit solchen, ja, Ziersäulen im Prinzip umgeben. Die Stufenpyramide ist das erste aus Stein gebaute Monument. Mit 60 Metern Höhe war sie das höchste Bauwerk ihrer Zeit. Ursprünglich war sie als Mastaba gedacht gewesen, also als ein rechteckiges Grab mit flachem Dach. Der berühmte Architekt Imhotep mag dies für Pharao Djoser als zu bescheiden empfunden haben und begann die Stufen beim Bau vor 4700 Jahren hinzuzufügen. Vor 4700 Jahren? Ja, puh. Das ist halt schon ein Weilchen her, ne? Da haben wir das Modell der Mastaba des Pernep. Ne? Und da sehen wir, das sieht genauso aus wie die untere Stufe hier der Pyramide und auch für die weiteren Stufen im Prinzip. Also mehrere Mastabas einfach übereinander gestapelt, die halt immer ein bisschen kleiner sind als die darunterliegende. So, erzählen wir was über diese Mauerverzierungen. Die Stufenpyramide ist von einer 1600 Meter langen Mauer umgeben, die 10 Meter hoch ist. Diese große Mauer wurde aus weißem Kalkstein gebaut und entlang der Nord-Süd-Achse ausgerichtet. Ja, und ich glaube, die war auch bemalt worden, damit die halt bei Sonnenaufgang oder Untergang halt besonders krass leuchtet, meine ich mich erinnern zu können. Djesa und Unas. Keine Ahnung, was man sagen möchte. Auf jeden Fall Mauer. Während es 14 Türen gibt, sollte nur die Osttür für den Wohnbereich bestimmt sein. Die übrigen Scheintüren wurden als Portale gebaut, durch die das Ka des Königs hindurchgehen konnte. Neben den Scheintüren wurden die Mauern mit Bastionen und Türmen versehen, die sie zu einer Verteidigungsmauer machten. Die Positionierung dieser Gestaltungselemente deutet darauf hin, dass es eine Verbindung zum Setfest gab. Das Setfest, ja klar. Wäre natürlich cool, wenn da ein, zwei Sätze mehr fallen würden. Aha, und das sind also, hier sieht man es auch in der Sicht ganz gut, ne? Hier oben halt eine Mauerbrüstung. Und dann ist es halt tatsächlich als Befestigung gedacht, dieses Vorstehende. Ergibt durchaus Sinn. Wenn vielleicht auch nicht in der Anzahl der Auswölbungen. So, und hier haben wir die ein paar Zwingen. Ein paar, sage ich, ja. Eine Menge. Ne, da unten ist der Tempel am Nil halt. Und dann gibt es hier diesen Aufweg, der später auch für die Pyramiden ganz typisch ist. Hier noch in ein bisschen anderer Form, ne? Von Zwingen gesäumt, nicht befestigt, also zumindest nicht überdacht und in einer
Kurve geschwungen, statt einer geraden Linie, wie es dann später gemacht wurde, bei den großen Pyramiden. Der einzige richtige Eingang in den Komplex ist am Ende eines langen, engen Ganges. Er hat ein steinernes Vordach, das Holzscheiten ähnelt. Am Ende des Ganges befindet sich eine große Öffnung. Sie soll einer Tür gleichen, hat gemeißelte Türen und Bänder, die permanent offen und unbeweglich sind. Aha, ja, hier sehen wir es, ne, da oben, das Dach im Gang tatsächlich so gerundet, als wenn es halt aus Baumstämmen oder Holzscheiten, wie sie hier gesagt haben, bestehen würde. Ich denke, Baumstämme wäre die bessere Übersetzung gewesen, weil ein Holzscheit ist ja was Kleines, zurechtgehauenes. Der Sarg des Armeni, Tür und Nischen, ne, da haben wir wieder das Scheinportal für das K des Pharaos. Ja, und hier, ne, sieht echt aus wie ein hölzernes Dach, nur eben aus Stein gehauen. Der Korridor wird von 20 Säulenpaaren gesäumt, die aus bis zu 6 Meter hoch gestapelten Steinfässern bestehen. Die fertiggestellte Fassade ähnelte Schilfrohrbündeln. An den Säulen wurden rote Farbspuren gefunden, an den Stützwänden schwarze Farbe. Dies hätte den Effekt gehabt, die Wände mit dem Schatten zu verschmelzen, damit es so scheint, als ob die roten Säulen freistehen würden. Clever. Also Imhotep hat sich da echt ein bisschen was überlegt, ne? Hier haben wir die Stele, die ineinandergreifende Türen darstellt. Ja, als wenn man halt so einen Türgang hätte, ne? Oder halt Türen, die immer kleiner werden, wie ein, wie heißt denn das im Deutschen, ein Mannportal, ein Personenportal quasi in einem großen Tor. So, wo ist denn hier diese Tür, die so in Stein gemeißelt ist? Kommt die hier weiter hinten irgendwo noch? Guck mal, Bandit. Ja, die Tür, die Sie vorhin erwähnt haben, ne, die in Stein gemeißelt ist und Scharniere und alles hat, die hätte ich mir jetzt gerne angeguckt. Aber die ist hier im Spiel gar nicht dargestellt, wie es aussieht. Wir tun mal so, als wenn die einfach schon verfallen und verwittert wäre. Hier sehen wir, ne, unten rot, oben ein bisschen blau angemalt, das Ganze hier. Auf beiden Seiten der Säulen befinden sich Nischen. Diese gelten als Kapellen, die die Provinzen Ober- und Unterägypten repräsentieren. Nach Ansicht einiger Ägyptologen kann die Anordnung der Räume symbolisch für Gerichtsbarkeit und Urteilsvermögen stehen. Aber okay, wie kommt es dazu? Hier dieses Parfümgefäß, das kennen wir auch schon. Ja, sagt man mal lieber was hier zu der roten und der blauen Bemalung. Das würde mich halt mal echt interessieren. Warum, weshalb, wozu? Soll das so eine Art künstlichen Horizont darstellen, dass es dann halt so verschmilzt in einem bestimmten Licht? Der rote Teil halt mit dem Wüstensand, der in Rot angeleuchtet ist, und der blaue Teil mit dem Himmel darüber. Bewacht von einer Reihe gemeißelter Schlangen befindet sich dieses Grab am südlichen Ende des Hofes. Die Grabkammer liegt darunter, in einem 30 Meter tiefen Schacht. Die niedrige Kammer ähnelt einer Mastaba und ist im Vergleich zur späteren Grabkammer relativ intakt. Das Grab besteht aus Rosengranit, obwohl es Hinweise darauf gibt, dass es zuvor polierter Kalkstein war. Es ist zu klein für einen Körper und so möglicherweise für das Ka des Königs bestimmt oder für die Kanopenkrüge mit den Organen des Königs. Bei späteren Bestattungstraditionen waren die Kanopenkrüge in derselben Kammer wie der Körper. Ja, interessant. Ne, da sieht man diese Schlangen wunderbar. Warum man den Stein ausgetauscht hat, keine Ahnung. Und wann, weshalb, wozu. Amulette, zwei Uraeus-Schlangen aus dem 13. Jahrhundert vor unserer Zeit. Eine polierte Kalksteintreppe führt vom Grab nach Westen zu unterirdischen Wohnungen. Einige dieser Räume sollten den König und seine Familie im Jenseits beherbergen. Es wurden viele große Keramikkrüge entdeckt, darunter auch solche, in denen sich noch immer Spuren von Bier, Milch
und Öl fanden. Die Scheintüren sind mit Reliefs des Königs geschmückt, wie er an Ritualen teilnimmt. Diese Reliefs zeigen ihm beim Tragen landwirtschaftlicher Geräte, beim Laufen und beim Durchführen der Wiederbelebung von Verstorbenen. Mhm. Also schön, wenn es einem im Jenseits halt an nichts mangeln muss, weil einem die geflissenen Untergebenen alles mitgegeben haben. Hier haben wir also diese Wandfliesen aus den Grabkammern des Djosa, die wir ja auch in der Pyramide gesehen haben. Der Architekt Imhotep wählte Stein als Baumaterial, damit der Komplex lange erhalten blieb. Nach der Fertigstellung der ersten Mastaba plante Imhotep ein Grab mit ehrgeizigeren Dimensionen. Er machte sich daran, Mastabas übereinander zu stapeln. Es ist erwiesen, dass die Pyramide durch zusätzliche Einschnitte in die Stufen zweimal vergrößert wurde. Schließlich war sie 62 Meter hoch und maß 121 Meter mal 109 Meter an ihrer Basis. Da hat sich jemand echt Mühe gegeben, warum auch immer er das nachträglich noch ändern wollte. Und da ist er, Imhotep, oder zumindest eine Statuette von ihm. Na, mit irgendeinem Bauplan wahrscheinlich auf dem Schoß. Eine Treppe, die dem Pharao den Eintritt in die göttliche Welt erlaubte, wurde durch eine Stufenpyramide dargestellt, die in ihrer länglichen Form die ursprüngliche Mastaba vollständig umhüllte. Die Pyramide selbst ist eine massive Struktur. Alle Kammern und Tunnel befinden sich unter dem Bauwerk. Ja, also keine Hohlräume in der Pyramide, das haben wir auch in der normalen Playthrough-Folge schon gesehen, dass es da tatsächlich nur nach unten ging. Hier haben wir Sakara, die Ansicht der Stufenpyramide von Lepsius und Loilo. Pharao Djosa, der Heilige, war der Begründer der dritten Dynastie. Er regierte 19 Jahre lang. Hm. Während seiner Regierungszeit war er bekannt als Horus Netjerichet, göttlicher Leib. Der Name Djosa wurde ihm Jahrhunderte nach seinem Tod als Zeichen der Ehrfurcht verliehen. Er gilt als einer der größten Pharaonen Ägyptens. In der ptolemäischen Zeit, 2500 Jahre nach seinem Tod, wurde ein Apokryph in seinem Namen abgefasst. Aha, da haben wir es. Also nicht der erste Pharao Gesamtägyptens, aber einer der mächtigsten. Eine gefasste Kalksteinstatue des Pharao Netjerichet, genannt König Djosa, aus Saqqara. Djosa wurde mit der menschlichen Gestalt des Himmelsgottes Horus in Verbindung gebracht. Ein Sockel neben der Stufenpyramide ist mit seinem Namen beschriftet und mit Horus assoziiert. Er war der Erste mit Memphis als Sitz und machte es zum zentralen Regierungszentrum der Region. Wir wissen, dass Djosa schon vor der Anlage in Saqqara viele Tempel und Monumente erbauen ließ. Der Grabkomplex war der erste seiner Art und sollte Djosas größte architektonische Leistung markieren. Ja, also ein monumentenverrückter Pharao auf jeden Fall. Hier haben wir Memphis mit der Nekropolis Djosa in der Ferne. Da hinten die Stufenpyramide. Unschwer zu verfehlen, beziehungsweise zu übersehen. Super markant. Und hier haben wir halt den großen Tempel von Memphis. Oder den Palast. Weiß ich gerade gar nicht. Was macht denn mein Cursor da? Wieder nicht mal. Okay, interessant. Der Grabkomplex wurde nach Vorbild des Palastes des Djosa errichtet, mitsamt gemeißelter Imitationen von Lehmziegeln, Bäumen und Schilf. Diese Details und weichere Texturen in Hartgestein zu schaffen, war eine zeit- und arbeitsintensive Aufgabe. Ein großer Teil des Komplexes ist für das Setfest konzipiert, sodass der König seine Herrschaft auch im Jenseits bestätigen kann. Okay, was ist denn dieses Setfest? Das würde mich jetzt langsam doch mal interessieren. Ich meine, es wurde jetzt schon zweimal erwähnt. Hier haben wir also die Saqqara-Pyramide mit den großen Grundsteinplatten im Prinzip. Ja,
Ja, und ich habe hier immer noch den Cursor rumzuschweben. Warum auch immer. In der Ecke befindet sich ein Tempel, genannt T. Dieser Tempel gehört zu den geheimnisvollsten Bauwerken des Komplexes. Die Außenfassade ist schlicht, während im Inneren aufwendige Dietpfeiler und Gemeißeltes vorherrschen. Es ist möglich, dass sich an diesem Ort das Ka des Königs materialisieren sollte, indem dieser symbolisch die Plattform des Sethofes aus dem Jenseits besuchte. Aha. Ja, den Tempel haben wir ausgeplündert. Und hier haben wir Jesa und Unas. Im Detail, sah der Tempel früher so aus? Möglich ist es. Das Setfest ermöglichte es dem Pharao, die universelle Ordnung aufrechtzuerhalten und göttliche Kräfte zu erneuern. Durch eine Reihe von Prüfungen und religiösen Riten wie Tanz, Opfergaben und Besichtigungen der Heiligtümer verschiedener Gottheiten wurde die Lebenskraft und göttliche Natur des Herrschers bestätigt. Die Feier sollte das Jubiläumsfest des Herrschers darstellen und alle 30 Jahre stattfinden, auch wenn der Termin nicht immer eingehalten wurde. Das früheste bekannte Ritual stammt aus der ersten Dynastie. Alle 30 Jahre, also das heißt, in der durchschnittlichen Herrschaft des Pharaos kam das maximal einmal vor. Ja, und alle 30 Jahre den Kosmos und das Gleichgewicht des Lebens so ein bisschen in Ordnung halten. Ich meine, das kann man schon mal machen, den Aufwand kann man sich geben, ne? Da haben wir die Szene des 30-jährigen Thronjubiläums eines Königs aus der vierten Dynastie. Das heißt, Thronjubiläum, saß er da noch auf dem Thron? Wenn ja, hätte er zwei Setfeste eigentlich abhalten müssen. Vielleicht hat er es nicht gemacht. Wir haben ja gerade gehört, ab und zu kam es mal zur Verschiebung. Kann man den Termin halt nicht halten, wenn die Ernte schlecht war. Innerhalb des Djosa-Komplexes, südöstlich der Pyramide, befindet sich ein eigener Raum für dieses lebenswichtige Ritual, das der König auch im Jenseits durchführt. Der Sethof ist von falschen Kapellen gesäumt und mit einer Plattform mit zwei Treppen, die Ober- und Unterägypten darstellen sollen, ausgestattet. Eine Plattform mit zwei Treppen, wo sieht man die denn hier in der Spielwelt? Ja, das ist die Plattform, ne? Da ist nur noch... Nee. Doch, klar, das ist die Plattform, ne? Zwei Treppen gehen da nach links und rechts hoch. Ich denke, das müsste das sein, was man da links unten sieht. So, schauen wir mal. Treppe im Sethof. Das nervt mich ja gerade tierisch, dass hier die ganze Zeit dieser blöde Cursor rumschwebt. Aber ich werde ihn auch gerade nicht los. Pavillons, die sich im Innenhof befinden, sollen die Paläste Ober- und Unterägyptens repräsentieren. Die beiden Nachbildungen waren rechteckig und lagen einander gegenüber. Ihre Fassade erinnert an die Kapellen der Set-Zeremonie, deren Säulenkronen gemeißelt sind wie fallende Blätter. Da die Namen der Königin Hetepernepti und der Prinzessin Inetkaes auf einer Stele in der Nähe der Pavillons entdeckt wurden, sind diese Grabkapellen vermutlich für sie bestimmt. Ja, liegen die auch drin? Wurden die beigesetzt oder nicht? Es war manchmal ein bisschen verworren im alten Ägypten, ne? Da wurden Gräber gebaut und dann nicht benutzt oder Gräber gebaut und dann von jemand anderem benutzt oder einfach ein neues Grab gebaut. Der Totentempel befindet sich auf der Nordseite des Komplexes, den Sternen zugewandt, wohin der verstorbene Herrscher nach dem Tode zu reisen glaubte. In diesem Tempel befand sich der Serdab oder Keller. Es handelt sich um einen geschlossenen Raum mit einer Wand, die zur ersten Stufe der Pyramide geneigt ist. Aha, also der Totentempel gar nicht unten am Nil, viel später, sondern tatsächlich hier oben dann.
Ja, da ist der Eingang. Und ich denke, da werden wir beim nächsten Mal... Ach, hier ist gar nicht der Eingang. Aber da werden wir beim nächsten Mal im Inneren weitermachen. Die Nordwand weist zwei Schaulöcher auf. Ah. Eine Statue des Djoser sitzt auf dem Thron und trägt einen Mantel und eine dreiteilige Perücke mit einem Nemeskopftuch. Diese Statue stellt das Ka des Königs dar und blickt durch die Schaulöcher in den Hof, sodass der König die Zeremonien beobachten und im Jenseits Opfergaben empfangen kann. Auch eine coole Sache. Na, hier sehen wir ein Schauloch hier. Und das zweite ist halt hier, wo jetzt dieses etwas größere Loch entstanden ist wahrscheinlich. War es dort mal. Und für heute war es das aber schon wieder, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, wenn wir uns das Innere dieser Pyramide anschauen. Macht's gut und bis dann. Ciao!